Also auch wenn ich jetzt da diesen anderen da zugehört habe, sozialwissenschaftliche Ja. Stammtisch und so. Es ist doch genau immer dann interessant und für mich ein Glücksmoment, wenn ich merke, dass da zwei oder drei Leute miteinander reden und die haben echte Fragen. Stell dir vor, die haben echte Fragen und Ja. sie haben jemand gefunden, der an dieser durchgeknallten, total abseitigen Frage auch ein Interesse haben und die Ja. einander sogar verstehen und einander Bälle zuwerfen können und einen, wow, und da flippe ich aus und da habe ich Freude, weil dann bin ich mittendrin und da bin ich dabei und ich kann Mäuschen spielen und das finde ich saugeil. Und dann denkt sie, ja, wir haben 250 Zuhörerinnen. Und dann denkt sie, ja, was seid ihr für scheiß Arschlöcher? Habt ihr ein Skript gemacht, damit ich das toll finde? Und ist es ja in dem Fall nur ein Hierarchie machen. Sie spielen die Dummen, damit ich den Eindruck habe, ich kann da was lernen. Und dabei gelingt es ihnen nur, dass sie sich über mich erheben und sich bei mir als die großen Professoren und die Wissenden und die Besseren und so aufspielen. Arschlöcher sind das. Da muss ich wirklich sagen, du mach doch, was ihr wollt, aber ich will das nie mehr hören, wirklich nicht. Ich komme von der Schause. Ja, und wie willst du die jetzt begrüßen, die Leute, nachdem wir jetzt so abgestraft wurden und uns nicht mehr ums Publikum kümmern möchten? Vielleicht mehr ins Nicht mehr so radiomäßig, sondern nur uns am Stammtisch hier begrüßen. Ja, also ich bin ja grundsätzlich ein Freund davon, das Publikum nicht zu verarschen. So, also nicht für blöd zu verkaufen, weil es ist doch klar, dass ich euch beide jetzt gar nicht begrüßen muss, weil es ist doch auch klar, dass wir jetzt uns nicht gerade mit Beginn der Aufnahme zusammengesetzt haben, und von daher wir uns schon längst begrüßt haben. Ne? Außerdem würde auch eine Vorstellung, was ja also für so eine generelle Rahmung des Podcasts schon wichtig ist, wenn wir jetzt sagen, wer jetzt Nils ist, wäre dann obsolet werden, weil das wäre ja merkwürdig, wenn ich das sage, weil Nils, dir ist bewusst, wer du bist. Ja, das Nee, hoffe ich Nils, zumindest. warte mal kurz, jetzt wollen wir das Publikum gerade verarschen. Warte mal. Nils ist noch gar nicht online. Oh je, der wartet. Oh je, oh je, oh je, oh Oh je. je, oh Er je. ist gar Was? nicht da. Ich Nils, du warte, konntest. worauf warte ich? Ich Ach, bin er ist da. doch da. Du Bin kannst gar da. nichts. Du kannst gar nichts sagen. Du kommst erst frisch ins Podcast, Wir finde wollten so tun, als wärst du jetzt nicht da. Ach, Ja. na. Ja. Nee, aber deswegen. Das ist mir zu meta-ironisch. Nee, deswegen finde ich die Begrüßung legitim, weil wir machen ja einen Podcast, so. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir ein Publikum haben werden und wenn das nur eine Person ist oder zwei Personen oder auch eventuell keine, aber es ist ja potenziell, also irgendwie an Publikum gerichtet. Sonst könnten wir das ja auch alles reden, ohne das aufzunehmen. Und dann ist einfach, also dann wäre ich eher dafür, auf eine Begrüßung komplett zu verzichten, als eine künstliche Begrüßung einzubauen, die sich dann bewusst nicht auf das Publikum bezieht, von wem wir wissen, dass es da ist oder zu dem, von dem wir an das wir uns auf jeden Fall richten. Ja, die Frage ist auch einfach, was ist genau das, was sich in das Publikum richtet? Weil das, was in der Kritik jetzt gerade durchklang, war ja auch dieses Gefühl, sozusagen Mäuschen spielen zu dürfen. Das ist ja genau das, was eigentlich das Schöne ist. Was natürlich heißt, dass die Gesprächssituation an sich, auch wenn wir natürlich wissen, wir würden uns jetzt wahrscheinlich nicht hier so aufwendig mit Mikro und Aufnahme und so weiter hinhocken und um irgendwie miteinander zu reden, sondern wir wollen natürlich das ganze Gespräch als solches nach außen kommunizieren, aber natürlich die Aussagen, die wir treffen, richten sich nicht auf das Publikum. Also nicht dieses künstliche, ich spiele dir einen Ball zu, damit du eine Frage beantworten kannst, sondern die richten sich sozusagen wechselseitig auf uns. Ja, ich denke auch, weil, also das ist ja noch viel mehr geheuchelt, wenn wir so täten, als gäbe es kein Publikum.
so als wir erstellen damit künstlich die Situation, es gäbe kein Publikum, wobei es uns allen bewusst ist, dass wir uns zumindestens an eins, also dass wir das, was wir sagen, zumindestens einem Publikum zur Verfügung stellen. Und also ich weiß nicht, was mehr geheuchelt ist. Vielleicht müsste man auch einfach unterscheiden zwischen, es gibt ja so traditionelle Formen, also beziehungsweise gebräuchliche Formen, aus wie man in den Massenmedien irgendwas handhabt. Und ja, zu den Massenmedien, weil du was gerade sagst, zu den Massenmedien, habe ich tatsächlich noch einen Ausschnitt. Aber wir haben trotzdem den Nils nicht begrüßt. Das ist unhöflich, weil den haben wir wirklich noch nicht begrüßt, richtig. Und vorgestellt. Ach so, hallo Nils. Hallo. So. Und das wäre jetzt auch, wir stellen ihn vor, wir wissen ja, wer er ist. Wir wissen, dass Nils einen Blog hat. Du, Dr. Nils Müller. Dr. Nils, genau. Endlich, ja, darauf sind wir angewiesen. Ja. So für die Legitimation qua Titel. Ja, weil unser Dr. Diego ist jetzt aus Zeitgründen, kann er nicht mehr mitmachen. Was sehr schade ist, er wird ab und zu 2-3 Mal im Jahr auftauchen als Experte, aber nicht mehr regelmäßig. Ah ja, ihr habt also nicht mehr euren Hausdoktor. Ja. aber du hast ja, komm jetzt, das wollte ich sagen, wenn wir dir nämlich, wenn wir jetzt schweigen würden, würden wir dich nicht vorstellen, wenn wir das Publikum ignorieren würden. Und wenn wir so dich doch vorstellen, weil wir es einfach wert finden, dass deine Blogs auch irgendwie die Masse erreichen, dann würden wir das Publikum verarschen, wenn wir jetzt so tun, als so, ach, auf deinem Blog so und so stand ja, ne, wie es im Fernsehen immer gemacht wird, wenn in bestimmten Szenen die ganze Lebensgeschichte erklärt wird anhand eines Dialogs und man hört, man merkt direkt, dass das nur dafür gemacht ist, dem Zuschauer zu sagen, was die Vorgeschichte war. Wenn es gut gemacht ist, finde ich das zumindest in Romanen und so weiter gar nicht so schlecht, weil irgendwie so die halbwissenschaftliche Abhandlung am Einstieg des Romans ist noch blöder. Ich finde Off-Kommentare einfach cool. Ich weiß, da werde ich oft von meinen Freunden gescholten für. Ich finde im Kino gut gemachte Offs einfach richtig gut. Ja. Blogs. Weltenkreuzer.de. Genau, das ist dein Blog. Das ist mein größter Blog sozusagen, ja. Du hast noch mehr. Du hast nämlich. Ja, genau. Weltenflüsterer. Weltenflüstern. Weltenflüstern. Das ist ein Podcast für Science-Fiction- und Fantasy-Literatur zum Großteil, wo ich mir halt immer wieder so ein paar Romane vornehme und die so ein bisschen vorstelle. Also eher so als Lesetipps und jetzt nicht irgendwie tiefgreifend analysiert oder so. Und noch einen hast du, glaube ich. Und das digitale Wissenswerk. Das ist da können wir mal eine Folge drüber machen, sehr wo gerne. Du uns erklärst, wie man das Schreibberatung. Ja. Hast du das Schreibberatung? Ja, Schreibberatung ist vielleicht ein kleiner Teil. Es geht vor allen Dingen darum, es gibt ja mittlerweile online, ich weiß nicht, hunderte von Seiten so über Produktivität, richtiges Lesen, richtiges Arbeiten. Es gibt mittlerweile, ich weiß, unzählige Tools, die einem dabei helfen können, irgendwie wissenschaftlich vernünftig und mit viel Spaß zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen den Themenbereich, den ich da so ein bisschen abgrasen möchte für Studierende und Nachwuchswissenschaftler. Einfach so dieses, ja, akademische Produktivität sozusagen zu thematisieren. Oh, das ist tatsächlich, ich habe, und das ist Vergangenheit, ich hasse es zu lesen. Tatsächlich. Ich hasse es zu lesen. Ich mache es als notwendiges Übel, also halt so Fachliteratur. Ich hasse auch Fachliteratur zu lesen. Soziologe hasst es zu lesen. Aber ich muss es ja machen, wenn ich das wissen will, was da drin steht. Deswegen mache ich das. Aber an sich mag ich das überhaupt nicht. Was ich sehr lustig finde, immer wenn mich jemand fragt, was muss ich denn irgendwie können oder mögen, damit irgendwie ein Soziologiestudium was für mich ist, sage ich immer, du solltest kein Problem damit haben, Texte zu lesen. ich habe auch von der technischen Seite her, habe ich damit auch kein Problem. Ich mag es nur einfach nicht. Ja, Hörbücher von Luhmann. Aber ich wollte doch unbedingt hier einen Mitschnitt noch von unserem Kritiker euch vorspielen. Hm?
Und erstmal muss man vielleicht dazu sagen, das ist der Stefan Seidel gewesen. Das ist ein Sozialarbeiter und Medienmensch. Der hatte früher mal, wo ich noch studiert habe, hatte der Rebell TV. Das waren Massen an Podcasts und Videos, wo er Wissenschaftler, viel Soziologen, Systemtheoretiker und so interviewt hat. Und das macht er jetzt nicht mehr. Also das war, ja, müsst ihr mal googeln. Das waren völlig schräge Interviews. Also so, das war zu der Zeit eigentlich sehr ungewöhnlich, ne? Und ich habe das, es hat mich verstört als Student, aber es hat mich auch fasziniert. Und ich habe das sehr gern geguckt und ich habe dann war dann sehr überrascht, dass, weil ihr kennt ja das, man verfolgt jemanden so ein bisschen im Netz oder in den Medien, dann ist er kurz weg und dann ist er eigentlich tot für einen. Und wenn er dann wieder auftaucht, sagt man, komisch, war doch tot. Und so vorwurfsvoll wird man dann. Naja, jedenfalls, und die haben einen Podcast, 1968, kritik.de heißt der, und da geht es um Kritik. Und die haben noch ein zweites Twitter-Radio und ich weiß gar nicht, wo die Kritik jetzt her ist, aber ich habe nämlich mit dem getwittert, weil er immer sagt, er wollt Mass Media und er hasst Massenmedien. Und ich habe ihm einen Tweet geschickt. Scheinbar kam der während der Podcastaufnahme an. Das geht jetzt 1,5 Minuten. Wenn ihr die Zeit habt, spiele ich das mal vor. Spiel rein. Bitte? Da müsste ich jetzt schauen gehen. Wir haben gerade mit jemandem auch darüber. Ist es jetzt schlecht? Weil ich ja immer das Avoid Mass Media und Ja, was ist es? ja. Und dann ist es jetzt schlecht, wenn es viele hören? Ja, genau. Also das fand ich auch noch Wo mal war ein witziger das? Gedanke, der mich noch einmal Ja. zum Nachdenken gebracht hat. Also bin ich denn jetzt eigentlich der Meinung, dass wenn es viele hören, Ja. dass es dann schlecht sei? Ich ertrage es fast körperlich nicht mehr, wenn ich merke, dass irgendjemand sich jetzt didaktisch Mühe gibt, Ja. dass ich jetzt dranbleibe. Und gleichzeitig eben, ist es jetzt schlimm, wenn es viele hören, wenn etwas so aufbereitet ist, dass es viele hören können? Masse muss wenigstens für die deutsch fühlende Menschheit, Masse muss für alle Zeit zu dem Signal werden, So. wo ein Griffel wirklich Deswegen. sofort weggeworfen wird. Ja, so, Meinung. Hui, da steckt eine Menge komisches Zeug drin. Also. Das hatte Panache. Was? Ich liebe dieses Wort, seitdem ich das bei Django Unchained gehört habe, das Panache. Panache. Es ist ein wunderschönes Wort, das spricht sich auch so gern. Also ich mag es einfach, es auszusprechen. Und ohne dass Soziologisches jetzt ein Panache. didaktischer Ball wäre, was heißt das? Ich glaube, ich weiß es, ich wusste es mal, ich habe es dann über die Zeit ein bisschen vergessen. Ich gucke Also nach. so alt ist Ihr Django könnt euch ja Unchained schon jetzt mal. auch noch nicht. Ja, aber mein Gedächtnis ist sehr kurz. Nee, Ihr könnt euch schon mal unterhalten, ich aber suche das mal. wenn ich mich richtig erinnere, ist Panache, das ist so eine emotionale, das ist so eine mitreißende, emotionale, leidenschaftliche Art, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie pathetisch, bloß nicht ganz so negativ besetzt, sondern eher positiv gemeint. So, ja, da will jemand Das sind was. Backwaren. Das sind irgendwelche Backwaren. Jedenfalls hat der Film das so gesagt. Was ich Das sind jetzt sehr so lustig finde, Kuchenzeug. dass gerade jemand Oh, ich krieg in dem Hunger. Ausschnitt, der so davor warnt, irgendwie zu mobilisieren oder eine Masse anzusprechen, auf einmal so mitreißend wirkt, ist auch eine gewisse Ironie dahinter. Ja, aber du musst sagen, es ist großartiger Opa Das gewesen. stimmt. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Da komme ich später nochmal drauf. Wir haben nämlich Post bekommen, dass eventuell der Verdacht besteht, dass wir als Einschlaf-Podcast benutzt werden. Oh, es gibt Ja. Schlimmeres. Ja. Ich möchte nicht, dass die Leute hier einschlafen. Stell dir mal vor, die gehen auf deine Webseite, Ja. Nils, um dort einzuschlafen, um dort zu lesen, um dann während du des Textes Ja, okay, einzuschlafen. während des Lesens wird das ein bisschen schwierig, das sehe ich auch Ja, so. bei uns ist während des Hörens
dass die einschlafen. Ja, wobei man muss sagen, also ich höre auch gerne Hörbücher zum Einschlafen von Autoren. Hör auf, die auf den Zug aufzunehmen, die sollen gar nicht auf die Idee kommen, die Hörer. Ich höre auch, ich habe auch eine hervorragende Vorlesung von Erich Fromm mal benutzt, um einzuschlafen. Ich werde mir sowas hier Einspieler ausdenken, so Hupen und sowas und alle 4 Minuten, dass Leute nicht einschlafen können. Es gibt doch diese schöne Symphonie mit dem Paukenschlag, die so richtig schön langsam, richtig behäbig, sehr einschlaffördernd, und auf einmal kommt der ganz, ganz laute Paukenschlag und der ganze Saal springt aus dem Sessel. Oder wir gewöhnen uns an, so Twists zu bringen, die ganzen Theorien kurz vor Ende nochmal ad absurdum zu führen und in eine andere Richtung zu bringen. Oh, das zu planen, das ist aber diskursstrategisch anspruchsvoll. Ich glaube, ich habe Nils unterbrochen, er wollte gerade loslegen. Nee, auch nicht loslegen. Ich meinte nur, dann wären wir wieder bei dem Skripten und dem Vorplanen und dem didaktisch Aufarbeiten. Ja. Ich habe mich dann auch ein bisschen in Rage geregt, weil die machen dann 1968er Podcast, Kritik, Revolution und so weiter. Und im Medienzeitalter wollen die eine Revolution ohne Masse. Wie? Und ohne Masse hätten wir die DDR noch. Das waren ja die Massen, die da übergeschwappt sind. Und was mich dann auch wundert, da regt er sich auf über Hörerzahlenoptimierung und hatte damals einen Investor, der den am Leben gehalten hat, einen Verrückten, der sprang irgendwann ab. Und die ganzen wunderbaren Videos, ja, Tausende verschwinden, alles weg. Oh. Hätte er sich mal mehr an die Masse gewendet, er ist ja auch so gegen Flatter hat er gewettert und gegen das um Spenden betteln, hätte er das mal gemacht, ja, dann wäre das nicht passiert. Und alles durch sein Mass-Media-Vermeidungsverhalten, da hat er der Menschheit nämlich geschadet, weil all das jetzt nicht mehr verfügbar ist, ja. Und da will ich auch nicht mehr, also da will ich den auch nicht mehr hören. Dann kann er ja gleich, also wenn ich weiß, was er macht und ist dann weg, dann kann er ja gleich Radio machen. Ja, das ist genau dasselbe wie in der Podcast-Szene. Die machen auch eine Sülze. Die meckern über YouTube. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen selber hosten. YouTube ist böse. Massenmedium, Kapitalismus. Und dann haben die irgendwann keine Lust mehr, ihre Hoster zu bezahlen. Und das ist alles weg. Hunderte von Podcasts seit 2006, 7, 8, 9. Alles weg, alles verschwunden. Und von wegen Internet, vergiss nicht, ne? Podcast, alles weg. Alles fort. Ja, ich würde das. Nichts vergisst, tatsächlich würde ich sagen, nichts vergisst so schnell wie das Internet. Es kommt halt immer darauf an, wie weit es sich verbreitet. Der Punkt ist halt einfach, dass man in gewisser Weise die Kontrolle verliert und das Vergessen nicht mehr so wirklich steuern kann. Weil wenn ich an mein Dokument einmal hochgeladen habe, meine MP3 oder meine was auch immer, klar, wenn ich das auf meinem Server lösche, ist es erstmal weg. Aber es ist natürlich vollkommen möglich, dass das jemand anders sich gespeichert hat, dass in irgendwelchen Tauschbörsen landet oder was auch immer. Ja, das ist. Aber doch nicht 5000 Videos. Ja, das ist alles möglich. Aber wenn auch die Verlinkungsstrukturen auf einmal weg sind, dann kann es tatsächlich irgendwo auf dem Server liegen. Naja, aber es erreicht einfach keinen mehr. Dann hat es das Internet vergessen. Also deswegen, dass das Internet vergisst nie. Ich glaube, das bezieht sich nämlich auf das Wenige, was immer präsent ist. Eben, weil es von einer Masse an Menschen immer wieder irgendwie wahrgenommen wird und dann auch weiter verbreitet wird oder aufbewahrt wird und mit Masse, da will ich jetzt nicht die Masse verstanden, sondern einfach nur einen gewissen Kreis an Menschen, die das dann halt sieht, so die das, wo das dann ausreichend ist, dass sich Verweisungsstrukturen so ergeben. Aber alles, was daraus wird, was die überwiegende Mehrzahl von Informationen ist, das wird vergessen im Internet. Das vergisst das Internet. Es muss irgendwie erreichbar und auffindbar sein. Weil das Internet zu groß ist. Was es halt nicht vergisst, sind auch so Dinge jetzt von irgendwelchen Unternehmen, sei es jetzt irgendwie so ein Spiegel oder was auch immer online sich so rumtreibt, die halt einfach ihre mittlerweile, keine Ahnung, 10 Jahre an Material in den Datenbanken stehen haben, das einfach automatisiert über das Content-Management-System abgerufen wird, wo keinen interessiert, wenn ich Google frage, ist das jetzt von 2008 oder von 2005 oder 2013? Es wird immer gleich gefunden sozusagen und das wird eben nicht vergessen. Ja. Was vergessen wird, ist tatsächlich, um es klar zu sagen, der Longtail, also diese ganzen kleinen Seitchen, kleinen Projekte und so weiter. Mhm.
Vor allem ist das ja wie beim Gehirn. Du vergisst ja auch nichts, aber das Abrufen, das Wiederfinden ist das Problem. Doch, du vergisst doch auch. Also man sagt bei... Hm? Du vergisst doch auch. Vergisst bewusst? Also sobald ich das... irgendwelche Synapsenverbindungen, die nicht ab und an mal verstärkt werden, lösen sich auf. Die schwächen sich über die Zeit ab, meine ich schon. Da müssen wir mal fragen, das Publikum, was es gar nicht gibt, müssen wir mal fragen, weil ich kenne das so, dass zum Beispiel die Demenz, wenn man unter Demenz leidet, wäre es wohl so, dass man sich, dass die Gehirnschichten sich nach und nach abbauen und dadurch die früheren Erinnerungen wieder vorkommen, weil es wohl so ist, dass ja wie so eine Rinde sich das drüber legt und dadurch die Leute, die jetzt dement sind, in ihrer Gegenwart in der Vergangenheit wieder leben und das wirklich als jetzt empfinden. Weil die alles, was danach, es schält sich zurück sozusagen, bis sie wieder ganz klein sind. Und das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat das aber auch was mit der Zeit, die sich das einbrennen konnte, sozusagen zu tun, dass halt die sich weniger lange einbrennen konnten, einfach verschwinden. Und ja, ansonsten die halt, die sich länger in Anführungszeichen eingebrannt haben, dann eben nur noch übrig bleiben, sozusagen. Müssen wir wahrscheinlich dem Psychotalk mal aber fragen. Dann müsste man eher Neurologen fragen. Aber dieser Stefan Seidel ist selber ein Arschloch, denn wir haben 400, mittlerweile schätze ich so 400 Stammhörer und der hatte zigtausende. Die Schweizer Nachrichten haben über den berichtet und ich habe es mir irgendwo notiert, hier. Er gilt als Querdenker und Kritiker. Mit Rebell TV hat er weit über die Landesgrenzen hinweg für Aufsehen gesorgt und sagt uns, dass wir uns an die Masse nicht richten sollen. Das ist ja auch das Ding. Also wenn der zum Publikum spricht, dann spricht er zu einer Masse. Wenn wir zum Publikum sprechen, dann sprechen wir zu Freunden. Das sind nicht unsere Freunde, unsere echten Freunde. Das sind unsere Facebook-Freunde. So ist das nämlich. Ja, aber es ist auch, ich glaube auch diese Position, ich meine, man kann sich natürlich bequemer über solche Versuche, eine Masse zu erreichen, sage ich mal, da ablehnend gegenüberstehen, wenn man selbst bereits eine Masse erreicht hat. Aber vor allen Dingen ist doch der Punkt, wir sind ja medial hier aktiv, wir stellen das einem potenziellen Publikum zur Verfügung. Und ich würde sagen, das ist das, was Massenmedien ausmacht. Und zwar, dass sie an ein potenziell unbekanntes Publikum sich richten. Ob jetzt irgendjemand erreicht wird, ist damit noch gar nicht gesagt. Sondern es richtet sich an ein potenziell unbekanntes Publikum. Genau, und wir uns an Freunde, an soziologische Freunde. Und auf Facebook. Und aber es ist trotzdem potenziell unbekannt. Genau, also wir wissen nicht, wen es erreicht, weil es ja auch öffentlich zur Verfügung steht. Jeder kann da draufklicken. Es gibt zwar bei einigen Menschen eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es die erreicht, aber es kann theoretisch jeder draufklicken. Und ich denke, was auch Punkt ist, naja, man hat ja eine Vorstellung, wenn man so etwas reinstellt. Und das war, wo ich auch vorhin drauf hinaus wollte mit, naja, es gibt so diese üblichen Methoden, wie oft in den Massenmedien irgendwelche Sachen gebaut werden, weil man denkt, ja, so erreicht man die große Zahl. Aber selbst wenn man sich nicht daran hält, man möchte ja irgendwas. Also man hat ja ein Konzept, was man da macht. Und wenn man gerade sagt, ja, wir verstoßen gegen diese Form und wir reden einfach nur locker und planen eben nichts, dann ist das auch ein Konzept, von dem man denkt, naja, das ist es wohl irgendwie wert, dass es an ein potenziell unbekanntes Publikum sich richtet. Und ob es nachher dieses Publikum erreicht oder nicht, das ist auch irgendwo das ist ja nicht der Zauberknopf irgendwie, dass ich jetzt eine Form anwende der Publikumsoptimierung, dass ich zum Beispiel immer schön in die Kamera lächle und so weiter und kausal wird auf einmal ausgelöst, dass da Zehntausende zu dieser Sendung hinströmen und die jetzt schauen, nur weil da jetzt eine bestimmte Form abgerufen wurde. Wobei ist diese Form ja gerade so im Thema Content Marketing und wie bringe ich Leute dazu, auf meine Links zu klicken,
gibt es ja doch im Grunde gerade bei der Wahl von Überschriften genau diese Form, die tatsächlich auch kommuniziert werden als nutzt diese 10 Typen von Überschriften, verschaffen dir garantiert 1000 Klicks auf deine Links oder so ein Kram. Das sind ja durchaus Sachen, die man auch online jetzt schon mitbekommt. Und das sind dann halt diese klassischen aus, ja, BuzzFeed war da wahrscheinlich so der Erste, der damit anfing zu sagen, 10 Wege, dein Butterbrot zu schmieren, Teil 5 wird dein Leben, Punkt 5 wird dein Leben verändern oder so. Also diese Form gibt es ja. Ja, das stimmt. Aber naja, also für die dort in dem Kritik 1968 Podcast war es ganz klar, Masse soll skeptisch machen. Das ist ja okay, aber eigentlich soll ja alles skeptisch machen. Nur ist die Frage, ist Masse ein Maßstab für Qualität oder nicht? Ja, und das ist schon von der Logik falsch, weil wenn etwas schlecht ist, ist es nicht deshalb schlecht, weil es viele gucken. Viele gucken Schlechtes, aber dieser Umkehrschluss, der funktioniert einfach von der Logik nicht. Ja. Wenn etwas schlecht ist, ist es schlecht. Es gibt einfach kein... Egal wie viele es gucken. Es gibt ein... Beziehungsweise, wenn man nicht einfach diesen Zusammenhang so definiert, dass man sagt, ja, gut ist, was viele gut finden, oder schlecht ist, was viele schlecht finden, oder eben andersrum, ja, muss man halt fragen, also was... Also... Wenn man das nicht genauso definiert, dann gibt es einfach keinen Zusammenhang. Na, gut und schlecht, das sind sowieso so, naja, das sind halt Kategorien, mit denen man sehr vorsichtig sein muss. Ja, absolut, ne? Aber man, die auch irgendwie beliebig dehnbar sind, ne? Aber ja, die Frage ist dann, also was definiert man sich? Und die inhaltliche Qualität zum Beispiel, naja, die lässt sich an der Größe des Publikums, glaube ich, zum Beispiel nicht bewerten. Das können viele gut finden, das können wenige gut finden, aber es ist kein guter Indikator irgendwie. Also er hat als Beispiel gebracht Dschungelcamp. Ja, das wird, das wird übrigens besonders gerne von, wenn man den Statistiken da glauben darf, besonders gern von Akademikern geschaut und Akademikerinnen, das Dschungelcamp. Ja. Ja, ich habe ja zum Beispiel, habe ich überhaupt nichts dagegen. Es meckern immer so viele, dass auf YouTube und im Fernsehen das Gehirn ausgeschaltet wird. Gerade, dass die Jugendlichen da ihr Gehirn ausschalten, wenn sie von der Schule kommen. Die werden den ganzen Tag mit intellektuellen Kram vollgefüttert. Aber nicht, wenn sie zur Schule gehen. Okay, aber zumindest müssen sie das Gehirn anstrengen. Und da will man doch einfach mal, also... Wenn sie nur in den Kamin gucken würden, wäre das okay. Da gucken sie halt Dschungelcamp. Das ist doch, wenn sie es nicht nur machen, ist es völlig in Ordnung. Ich glaube, eine Sache, die damit verbunden ist, dass das natürlich in das Gehirn abschalten, das ist natürlich nicht so ganz richtig für die Beobachtung von so Sachen. Das ist ja trotzdem so, dass es ein steter Reizstrom sozusagen ist, also von visuellen und von Hörreizen, die man natürlich aufnimmt und verarbeitet. Das heißt, die natürlich auch das Hirn in gewissem Maß auslasten und ablenken und eben verhindern, dass andere Verarbeitungsprozesse, die zum Beispiel, wenn man auf ein Kaminfeuer, um bei deinem Beispiel zu bleiben, schaut, die natürlich da dann ablaufen können. Das ist diese klassische Frage, wie viele Aufgaben kann ich parallel verarbeiten? Ich kann prima parallel bügeln und Fernsehen gucken, aber sehr schlecht parallelen Text lesen und Fernsehen gucken. Ein Kumpel von mir, ein Philosoph, guckt immer Katzenvideos zum Entspannen und er ist nachgewiesen intelligent, der hat einen Doktor. Ja, ich habe auch nichts gegen Katzenvideos. Ja, 2 Minuten noch. Ja. Ich wollte sagen, Adorno damals, 1968, die Massen sind in seine Vorlesung geströmt. Die Massen. Keine Qualität. Ne? Und 68er Podcast, machen die da mit ihrer Kritik? Ja, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal vor allen Dingen einen Augenblick Ruhe nehmen, so circa eine Woche um uns wieder zu beruhigen. Und da können wir den Nils nochmal holen. Wir haben ihn ja jetzt gar nicht zu Wort kommen lassen. Das ist schon okay. Das ist unhöflich gewesen. Nee, unhöflich, aber hier Routine. Ja, absolut. Wir sind Soziologen, nicht freundlich.
Ja, Freundlichkeit ist ja auch kein Maßstab für inhaltliche Qualität, sondern eben ein Maßstab für Freundlichkeit. Ich möchte dann vielleicht noch mit einem Zitat enden, das René mir unter dem Tisch zugeschoben hat, weil er das wohl... Du zerstörst alle Illusionen. Ich zerstöre alle Illusionen von Sigmund Graf, den ich auch überhaupt nicht kenne. Ich kenne ihn auch nicht. Aber beurteilen wir das Gesagte einfach nicht nach dem, wer es gesagt hat, sondern nach dessen Inhalt. Wenn man der Masse schmeicheln will, nennt man sie Volk. Wenn man das Volk regieren will, betrachtet man es als Masse. Ja. Naja, dann macht's mal gut, ne? Bis nächste Woche. Bis dann. Wolltest du nicht immer noch sagen, schönes Leben? Ach so, ein schönes Leben. Bis dahin.